neuen Puppenwagen können wir die Puppe richtig schön spazieren fahren. Ja, darf ich auch mal? Ja klar, wir wechseln uns ab. Belli, Belli, Bella, jetzt fahren wir nach Hause. Belli, Belli, Bella. Wir sind doch schon zu Hause, Emma. Egal. Belli, Belli, Bella? Eher Balla, Balla oder was, Emma? Was macht ihr schon wieder da? Wir spielen Puppen mit Bella. Mit unserer Puppe. Ihr spielt immer so Mädchenzeugs. Das macht doch gar keinen Spaß. Spielt mal was anderes. Was denn? Ja, weiß ich nicht. Spielt mal Jungsachen oder keine Ahnung. Was würde ich denn machen, wenn ich ein Junge wäre? Ja, überleg mal. Wenn ich ein Junge wäre, dann würde ich... Hey Jungs, ich bin's, Hannes. Hannes, das wissen wir. Warum musst du das immer wieder sagen? In letzter Zeit bist du echt komisch drauf, muss ich sagen. Na toll, wenn ihr mich doof findet, gehe ich eben zu den Mädchen. Hey Pia, cooler Rock. Ich glaube, das würde eigentlich ein Junge nicht sagen, aber Cooler Rock? Als wenn du irgendwas von Mode verstehen würdest. Veräppeln kann ich mich selber. Ich wollte dich nicht veräppeln, Pia. Oh, das war echt cool, Hannes, was du da Pia für einen Spruch reingedrückt hast. Spruch reingedrückt? Ja, genau. Ja, findest du, dass das cool war? Ja, natürlich war das cool. Oh, Dave, du bist so cool. Ja, ich weiß. Ich glaube, du bist mein allerbester Freund. Allerbester Freund? Wir kennen uns doch noch gar nicht so lange. Aber gut, wenn du meinst. Oh, Dave, ich möchte dich wirklich gerne umarmen. Was mit dir denn los, Hannes? Ich möchte dich jetzt aber gerade nicht umarmen. Oh Mist, ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich verhalten soll. Irgendwie kommt das alles nicht so richtig an bei den Jungs. Wenn ich ein Junge wäre, was würde ich dann machen? Ich glaube, bisher habe ich mich noch nicht richtig verhalten. Ich habe eine Idee. Hey Jungs, ich habe eine gute Idee. Lust auf einen Rülps-Wettbewerb? Oder Furz-Wettbewerb? Ja, genau das wollen wir hören, Hannes. Hey Hannes! Hör mal ganz kurz zu. Zuhören? Du kannst meinem Furz mal hier zuhören. So ein Blödsinn wollte ich immer schon mal sagen. So, liebe Kinder, es geht direkt los. Ich hoffe, ihr habt alle eure Hausaufgaben gemacht und bereit. Wer möchte denn mit der ersten Aufgabe anfangen? Hannes, hier vorne? Ich habe meine Hausaufgaben heute vergessen. Wie bitte? Ich habe die Hausaufgaben nicht dabei. Die hat meine Katze aufgegessen. Hannes, das ist aber eine ganz schlechte Ausrede. Du hast doch sonst immer die Hausaufgaben dabei. Was stimmt denn nicht mit dir? Soll ich mal deine Eltern anrufen? Nein, wir Jungs machen doch nie Hausaufgaben. Das glaube ich aber nicht. Dave hat doch bestimmt auch nicht die Hausaufgaben. Hannes, nein, ich habe natürlich die Hausaufgaben. Sag mal, was ist mit dir los heute? Also an Dave solltest du auf jeden Fall ein Beispiel nehmen, Hannes. Ja, danke, danke. Hannes, ich verstehe dich nicht. Oh Mist, ich dachte, Jungen hätten die Hausaufgaben. So Kinder, das war's für heute. Wir sehen uns dann morgen. Hey Dave, was machst du heute Nachmittag? Wollen wir uns vielleicht verabreden? Ich glaube, ich habe keine Zeit. Wieso, was wolltest du denn machen? Wir könnten ja zusammen Fußball spielen. Ach so, können wir morgen aber gerne machen. Okay. Hey Pia, warte mal kurz. Was ist denn? Ich habe einen richtig coolen neuen Puppenwagen, den kennst du noch gar nicht. Ein was? Oh Mist, ich glaube, jetzt habe ich mich blamiert. Nichts, Pia, ich habe mich vertan. Tschüss. Alles. Okay, Dave, dann bis morgen, ich freue mich schon. Ja, bis morgen dann, Kumpel. Alter, was ist mit dir los? Du bist heute echt komisch, Hannes. Oh, tut mir leid. Oh, ich glaube, das war nicht richtig. Ich glaube, das hätte ein Junge jetzt nicht gemacht. Ich wäre so gern wieder Hanna und nicht mehr Hannes.